So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und wir haben wieder mal was Fettes für euch vorbereitet. Zack, da fällt sogar die Mütze runter, die wir gestern verlost haben. Beziehungsweise, gestern haben wir eine so eine Mütze verlost für Männer und rosa und für Frauen. Der Gewinner davon, der gelost wurde, der soll sich bitte mal melden. Habe ich ihm auch auf seinen Kommentar geantwortet. Der hat jetzt eine Woche Zeit. Den anderen Gewinner haben wir direkt da gehabt. War ein bisschen kompliziert, weil der Kanal auch zwei Wochen weg war. Jetzt sind wir aber wieder zurück. Jetzt geht's gewohnt wieder weiter. Da geht nichts in die Hose, ne? Sag ich mal. Guckt euch den Titel an und ihr werdet auch wieder sagen, was hat der Ramses da denn schon wieder vor, wenn Schilling auf Sabrina trifft, ne? Ihr müsst euch vorstellen, ich bin Schilling, Spieletrend und Thomas ist Sabrina spielt. Das hat diverse Gründe, weil Thomas ist, glaube ich, der größte Sabrina-Spielt-Fan auf der ganzen Erde. Deswegen passt das dazu, dass er Sabrina ist in diesem Video. Und ich bin halt der Schilling, Alter, ne? Weil ich mache jetzt auch dick fett Kohle mit meinem Ramses-Minus-Kanal. Jetzt, wo es Schilling Plus nicht mehr gibt. Und wir jetzt, wenn wir GBL spielen, uns Ramses-Minus nennen, damit ihr seht, wie man es nicht macht. Kam wahrscheinlich auch ganz gut an. Viele sagen, bitte mehr davon, mach mal weiter so PvP, obwohl ich davon keine Ahnung habe. Jetzt hat also der Ramses Minus und der Thomas spielt, der Schilling und Sabrina sich zusammengesetzt, denn der Thomas ist immer bedacht, Duo-Raids zu machen. Jetzt hat er bei Xeneas damals Duo-Raid gemacht, wir haben Duo-Raid mit, keine Ahnung was, ist schon so lange her, kam die ganze Zeit kein Duo-Raid mehr. Dann wollte er das die ganze Zeit bei Dialga machen, da hat das Wetter immer nicht gepasst. Jetzt hat Robert 100er das bei Dialga gemacht und Thomas hat gesagt, das geht so nicht, ich will wieder einen Duo-Raid machen. Und wir haben das Ganze bei Palkia probiert. Wer gestern bei Chill mit Ramses dabei war, hat gesehen, wir haben einen Duo-Raid gemacht. Da hatte das Palkia Hydro-Pumpe, was euch ein bisschen nass spritzt, aber nicht so krass abgeht, wie wenn es jetzt Draco-Meteor hat. Viele im Chat haben auch gesagt, wenn er das Draco-Meteor gehabt hätte, hättet ihr es wohl nicht geschafft. Zack. Dass das anders ist, wollen wir euch beweisen, denn den allerersten Versuch, den wir bei dem Duo-Raid gemacht haben, war ein Palkia mit Draco-Meteor. Und ob wir das geschafft haben, zeigen wir euch jetzt, beziehungsweise warum wir danach es nochmal machen mussten mit Hydro-Pumpe, ob das den Grund hatte, dass wir es nicht geschafft haben oder was das für Gründe hatte. Ich zeige euch jetzt mal das Video, ich blende das jetzt mal hier ein. Thomas hat also sich einen Raid rausgesucht, wieder mal mit Wetterboost, das ist wichtig, denn er hat mir gesagt, ich soll einfach Rayquaza nehmen, nur Rayquaza, komplett Rayquaza. Ich selber wäre gar nicht so auf Rayquaza gegangen, weil ist ja Drache, das ist auch Drache. Palkia haut euch also übelst weg, aber ihr macht auch den meisten Schaden bei Palkia mit Drachen. Also habe ich meine Rayquaza-Armee genommen, 200er, 298er oder 398er. Hier ist jetzt das Go-Zeichen und ihr seht, es fängt an. Wir haben auch nicht den Lobby-Trick benutzt. Wer den Lobby-Trick nicht kennt, ihr könnt euch ja ein Team erstellen. Also einfach hinschreiben, neues Team und kein einziges Pokémon da reinpacken. Wenn ihr das dann auswählt am Anfang, dann will der Kampf starten. Es merkt, ihr habt ja gar keine Pokémon, macht kurz einen Fehler. Ihr seht, der Kampf will eigentlich anfangen. Ihr seid aber noch in der Lobby, könnt dann auf euer richtiges Team wechseln und starten. Und so startet ihr nicht bei 296 Sekunden, sondern direkt bei 300 Sekunden. Viele machen das immer, wenn sie irgendwie Duo-Raids probieren wollen oder wenn sie Solo-Raids probieren wollen, nutzen diesen Lobby-Trick. Thomas hat gesagt, er hat ein iPhone, er braucht den Lobby-Trick nicht. Sein iPhone ist flüssig, nicht so wie meins. Bei mir werdet ihr es sehen. Ich habe halt immer noch hier mein Huawei P20 oder was das ist. Das ruckelt auch mal ein bisschen, dann hatte ich Probleme mit dem Internet ab und zu ein bisschen, dann ist mein Akku immer niedriger geworden. Zwischendurch hat, glaube ich, auch einer in Facebook geschrieben, aber ich glaube, Facebook war bei der zweiten Aufnahme, ja, zweite Aufnahme, habe das wieder nicht geschafft, musste eine zweite Aufnahme machen. Aber das ist wirklich der allererste Versuch und ihr seht, Palkia hat Draco-Meteor, das steht auch immer dabei, Palkia hat Draco-Meteor eingesetzt. Ihr könnt euch das ungefähr so merken, ihr habt 300 Sekunden Spielzeit. Also müsstet ihr in 100 Sekunden ungefähr ein Drittel weg haben. Jetzt guckt euch die Zeit an, wir sind jetzt gleich bei 200 Sekunden. Ist das ein Drittel? Ja, das ist ein Drittel, oder? Ungefähr. Problem ist aber das Heilen. Denn jetzt, bei 196 Sekunden, sind alle Pokémon besiegt. Du musst zurück in die Lobby.
Du musst erstmal auf deinen Beutel. Du musst die Toppeleber auswählen. Dann habe ich gesehen, oh mein Gott, da ist ja so viel Tod. Ich brauche doch nur die Drago, ich brauche doch nur die Rayquazas. Dann hätte ich vorher mal ein bisschen besser aufräumen sollen. Dann switcht ihr wieder rüber, geht wieder rein und dann startet ihr ja erst circa bei 178 Sekunden. Dann kommt auch noch Netzwerkfehler. Wenn ihr denkt, okay, 100 Sekunden haben wir gut gemacht, 100 Sekunden sah gut aus, wir waren über ein Drittel. Jetzt müssen wir natürlich die 150 Sekundenmarke bei der Hälfte sein. Ihr seht, es ist immer noch grün. Es ist bei 151 gelb geworden. Ist eigentlich ein gutes Zeichen. Daran orientiert man sich ja dann auch wieder, wenn man sagt, die Hälfte der Zeit, 150, muss es die Hälfte der Energie haben. Ab gelb hat es die Hälfte der Energie. Aber das Palkia ist eben hartnäckig, wie ihr seht. Denn ihr macht zwei, dreimal Wutanfall, wenn ihr dazu kommt. Aber es macht einmal Draco-Meteor und ihr seid weg. Leider waren die ganzen toten Pokémon noch ein bisschen störend. Dann war es ein bisschen störend, dass der Netzwerkfehler immer da war. Dann war es störend, dass mein Handy so langsam ist. Also mit einem iPhone wäre das auf jeden Fall flüssiger gewesen. Wenn wir jetzt ungefähr bei 100 Sekunden sind, das ist ja dann das letzte Drittel, was übrig ist. Und für mich sah es immer so aus, wenn es in den roten Bereich geht, dass das letzte Drittel ist. Wir müssten also bei 100 Sekunden schon im roten Bereich sein. Sind wir aber nicht. Ihr seht, da ist noch ein bisschen was drauf. Trotzdem kann man das Stück, was man dann sieht, eigentlich als Drittel annehmen, beziehungsweise vielleicht sogar weniger als ein Drittel. Wir liegen also trotzdem noch gut in der Zeit. Trotz Dragometeor, trotz der vielen toten Pokémon, trotz meinem langsamen Handy, trotz dem Netzwerkfehler. Wir müssen aber, glaube ich, sogar nochmal rein. Immer wenn das 96er dasteht, weiß ich, das ist das letzte Pokémon gewesen. Gehen also wieder rein. Gehe ich wieder in die Lobby, weil ich nicht rüberwischen kann, weil alles hängt, musste ich 20 Mal auf meinen Itembeutel drücken, bis der mal reagiert. Hab wieder einen bunten Mischmasch, muss mir die raussuchen, die ich heilen möchte. Bin schnell zurück, wisch rüber. Ihr seht, eins ist immer noch komplett tot. Wichtig ist aber der Horst of Death. Das ist nämlich das 100er Rayquaza auf Level 50. Und das macht am meisten Schaden und hält an sich am meisten aus, aber ist auch nach einem Dragometeor weg. Ihr seht, jetzt sind wir noch bei 40 Sekunden knapp. Der Balken hat gar nicht mehr so viel abgenommen. Also es wird auf jeden Fall ein knappes Ding. Und der Wind regt mich hier auch auf. Das klingt bestimmt wieder schrecklich. 25 Sekunden. Ihr wisst, manchmal bricht es ja bei 5 Sekunden ab und es steht einfach da, die Zeit ist abgelaufen, obwohl ihr noch 5 Sekunden drauf hattet. Wir sind bei 15 Sekunden und da ist noch ein kleiner Zipfel übrig. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 0. Okay, er ist tot, also kein Problem. Ihr seht, Palkia Duo Raid machst du einfach mit links, ne? Was willst du da großartig hier? Thomas hat extra bei Telegram angerufen. Wir haben nebenbei telefoniert über Telegram, über das Handy, mit dem auch geradet wurde, was vielleicht auch ein bisschen das gestört hat. Moonlight, letzter Angriff, Ramses, Reisender. Bei dem Versuch, der danach nochmal erfolgt ist, nur mit Hydropumpe, habe ich den letzten Angriff gehabt und Thomas hat gar nichts gehabt. Jetzt fragt ihr euch, wieso habt ihr denn überhaupt aber nochmal einen Versuch gemacht, wenn ihr es doch beim allerersten Mal geschafft habt, als Duo-Raid mit Dragometeor, was ja eigentlich schwieriger sein müsste als Hydropumpe. Thomas war so aufgeregt, hat mich angerufen und hat komplett vergessen, seine Bildschirmaufnahme überhaupt anzumachen. Das heißt, er hat keine Aufnahme gehabt von nichts. Ich hatte meine Aufnahme. Ich habe gesagt, ja, soll ich es dir jetzt schicken? Er hat gesagt, das nützt mir nichts, weil ich könnte ihm die schicken, aber er möchte ja bitte zwei. Er hätte also, gut, Robert 100 hat auch ein Bildschirm abgefilmt beim Duo Raid und hat den gezeigt. Du hast den anderen nicht gesehen, aber wir haben das gestern uns angeguckt. Da habe ich auch gesagt, ich finde es eigentlich besser, wenn man beide Bildschirme sieht, dass man immer genau auch weiß, was bei dem anderen abgeht, was da los ist, was der so macht. Und vor allem, das seht ihr natürlich auch, dass er immer ausgewichen ist, im Gegensatz zu mir. Ich habe einfach immer nur draufgehauen, das war die Taktik. Ich hau drauf und Thomas ist der Schlaue, ne? So. Hat auf jeden Fall trotzdem gut funktioniert, hat mich selbst auch gewundert, war mega knapp. Früher wäre das wahrscheinlich so auch gar nicht gegangen, weil früher hätten sie bei
7 Sekunden abgebrochen, bei 5 Sekunden abgebrochen und schon gesagt, die Zeit ist um. Deswegen haben die Leute immer den Lobby-Trick gemacht, damit sie diese restlichen 5 Sekunden, die fehlen, am Anfang dazu haben. Jetzt scheint das behoben zu sein, dass das eigentlich relativ gut funktioniert, dass ihr die komplette Zeit wirklich nutzen könnt. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Schade, dass wir es bei Dialga nicht machen konnten, dass das nicht geklappt hat, weil das Wetter nie gepasst hat. Das war, wie gesagt, Wetterboost, sieht man ja auch am Palkia selber. Deswegen hat er auch so viele WP. Unsere Drachen waren auch geboostet von den Attacken her, von allem, was sie da mitmachen. Und das ist kein Tarif. Digga, das ist kein Tarif. Ich gebe dir gleich. Da ist jetzt plötzlich Werbung gekommen. So, habt ihr auch schon mal einen Palkia Duo Raid gemacht? Schreibt's mal in die Kommentare. Oder fandet ihr das stark, super? Kennt ihr Leute, die auch Palkia Duo gemacht haben? Ihr könnt ruhig mal ein Video verlinken oder so. Ich kenne bisher eigentlich niemanden. Aber ich gucke auch nichts. Also Dialga Duo, ja, habe ich gesehen. Aber könnt ihr mal ein bisschen verlinken, wenn ihr Leute kennt, die auch Palkia Duo gemacht haben. Ich könnte zwar einfach bei YouTube Palkia Duo eingeben und gucken, aber ich möchte euch ein bisschen integrieren. Also schreibt's mal rein. Das war's jetzt vom Thomas spielt, also Sabrina spielt als Co-Moderator, ne, der gar nicht hier dabei war, und vom Ramses Minus, also Schilling Plus, alle dabei. Das passiert also, wenn Schilling auf Sabrina trifft, ne, wenn also der Fake Ramses und der Moonlight zusammen ein Duo-Raid machen. Es passt einfach, es passt wie die Faust aufs Auge. Die zwei sind YouTuber, wir zwei auch. Mein Kanal ist größer als Thomas seine. Spieletrends-Kanal ist größer als Sabrina ihre. Passt doch perfekt. Und Thomas ist immer so launisch in den Streams. Erst ist er lustig drauf und lacht, dann ist er wieder todernst und dann dreht er wieder komplett durch. Also wie eine Frau. Grüße gehen raus an Thomas. Ich liebe dich für alles und so. Das war's von meiner Seite aus. Peace out. Fort, euer Ramses.